Wenn Sie das komplexe Gewebe Ihrer Lebensreise durchqueren, ist es eine unvermeidliche Realität, dass Sie sich mit Situationen von erheblicher Schwierigkeit und Herausforderung auseinandersetzen werden. Vielleicht befinden Sie sich sogar inmitten solcher Prüfungen, während diese Worte sich vor Ihnen entfalten. Es ist entscheidend zu erkennen, dass diese Testmomente nicht einzigartig für Ihre Existenz sind, vielmehr bilden sie einen intrinsischen und universellen Aspekt der menschlichen Erfahrung. Das Auf und Ab von Herausforderungen sind Fäden, die kunstvoll in das Gewebe unserer gemeinsamen Reise eingewoben sind. Leider neigt die menschliche Psyche dazu, innerhalb des komplexen Gewebes dazu zu neigen, die Vorstellung zu fördern, dass das Leben eine exklusive Zusammenstellung von fröhlichen und unterhaltsamen Momenten sein sollte. Diese weit verbreitete Tendenz führt dazu, dass Menschen eine Selbsttäuschungserzählung konstruieren, eine verzerrte Realität, die sorgfältig gewoben ist, um als emotionaler Zufluchtsort und psychologischer Trost zu dienen. Bei genauerer Betrachtung dieses komplexen Phänomens wird immer deutlicher, dass die gesellschaftliche Erzählung eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung dieser Wahrnehmungen spielt. Die übergreifende kulturelle Botschaft ermutigt oft zur rücksichtslosen Verfolgung des ewigen Glücks und fördert subtil die Illusion, dass das Gewebe des Lebens nur mit Momenten des Lachens und der Fröhlichkeit geschmückt sein sollte. Diese vorherrschende Denkweise verdeckt jedoch die grundlegende Wahrheit, dass die menschliche Erfahrung von Natur aus vielschichtig ist und ein Spektrum von Emotionen umfasst, das nicht nur die berauschenden Höhepunkte der Freude, sondern auch die herausfordernden Tiefen der Adversität einschließt. In dieser gesellschaftlichen Erzählung, die ständiges Glück idealisiert, tragen Einzelpersonen unwissentlich zu ihrer eigenen Täuschung bei. Sie könnten sich gezwungen fühlen, ein Bild des ununterbrochenen Glücks zu projizieren, ihre wahren und unvermeidlichen Kämpfe, die die menschliche Reise begleiten, zu verbergen. Dieser Zwang, eine Fassade des makellosen Glücks zu präsentieren, kann zu einer Entfremdung von den wahren Emotionen führen und ein Gefühl der Isolation und Unzulänglichkeit hervorrufen, wenn man mit den unvermeidlichen Prüfungen konfrontiert wird, die das Leben bereithält. Die Anerkennung des vollen Spektrums der menschlichen Erfahrung ist ein entscheidender Schritt zur Entwicklung echter Widerstandsfähigkeit und emotionalen Wohlbefindens. Momente der Adversität als Gelegenheiten für Wachstum und Lernen zu umarmen, ist entscheidend für die Entwicklung eines robusten und authentischen Verständnisses des Lebens. Indem man erkennt, dass Herausforderungen und Schwierigkeiten integrale Bestandteile der menschlichen Reise sind, können Individuen sich von den Fesseln einer eingeschränkten Erzählung befreien, die auf ewigem Glück besteht. Die Kluft zwischen der idealisierten Erzählung des ununterbrochenen Glücks und den harten Realitäten der unvermeidlichen Herausforderungen des Lebens erzeugt eine Dissonanz innerhalb des Gewebes unseres Bewusstseins. Diese Dissonanz führt wiederum zu einer verzerrten Realität, in der wir uns oft unzureichend ausgestattet finden, um mit den Prüfungen umzugehen, die ein wesentlicher Bestandteil unserer menschlichen Reise sind. Indem wir die Existenz der Herausforderungen des Lebens anerkennen, entdecken wir eine tiefgreifende Wahrheit, dass diese Momente der Adversität keine isolierten Leiden sind, sondern gemeinsame Prüfungen, die uns in unserer Menschlichkeit verbinden. Es ist beim Konfrontieren und Navigieren durch diese Herausforderungen, dass wir häufig die wahre Essenz unserer Widerstandsfähigkeit und Stärke entdecken. Die vorherrschende gesellschaftliche Betonung des ständigen Glücks neigt dazu, die Reichhaltigkeit und Komplexität der menschlichen Erfahrung zu verschleiern. Die unrealistische Erwartung, dass das Leben ein ununterbrochener Paradezug der Freude sein sollte, erzeugt ein Gefühl der Unzulänglichkeit, wenn Individuen unweigerlich auf Hindernisse stoßen. Diese Diskrepanz zwischen dem Erwarteten und dem Tatsächlichen trägt zu einer verzerrten Sichtweise bei, durch die wir unsere eigenen Erfahrungen wahrnehmen, und fördert eine Entfremdung von der authentischen Ebbe und Flut des Lebens. Jedoch liegt in der Anerkennung der Herausforderungen des Lebens die Möglichkeit eines gemeinsamen Wachstums und eines geteilten Verständnisses. Wenn Einzelpersonen der Adversität gegenüberstehen, entwickeln sie nicht nur Widerstandsfähigkeit, sondern tragen auch zu einem gemeinsamen Gewebe geteilter Erfahrungen bei.
Durch die Annahme der gemeinsamen Natur von Prüfungen fördern wir Empathie, Mitgefühl und ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Die Idee, dass Adversität eine universelle menschliche Erfahrung ist, dient als vereinigende Kraft, die individuelle Kämpfe überwindet und ein Gefühl der Solidarität angesichts der Unsicherheiten des Lebens fördert. Es ist durch die Navigation durch das komplexe Gelände der Lebensherausforderungen, dass wir die Tiefe unserer eigenen Fähigkeiten entdecken. Jede Prüfung wird zu einem Schmelztiegel, in dem unsere Widerstandsfähigkeit getestet und verfeinert wird, und offenbart die innewohnende Stärke, die in uns ruht. Diese Erkenntnis formt unser Verständnis von Adversität um, verwandelt sie von einem einfachen Hindernis in einen integralen Bestandteil der menschlichen Reise und bietet Möglichkeiten für Wachstum, Selbstentdeckung und die Bildung dauerhafter Verbindungen zu anderen, die an der universellen Erfahrung der Überwindung von Adversität teilhaben. In der bevorstehenden Erkundung beabsichtige ich, ein Konzept zu beleuchten, das als Leitstern durch die komplexen Aufs und Abs des Lebens dient, die Mäßigung, eine der vier Kardinaltugenden des Stoizismus. Im Kern verkörpert Mäßigung die menschliche Fähigkeit, die Komplexitäten des Lebens mit gemessener Maßhalten zu navigieren. Während diese Tugend in verschiedenen Lebensbereichen Anwendung findet, liegt der Schwerpunkt hier auf dem maßvollen Umgang mit unseren Emotionen, einem Aspekt der menschlichen Erfahrung, der oft im hektischen Tempo des modernen Daseins übersehen wird. Bevor wir uns in den Kern dieser Diskussion vertiefen, bitte ich um Ihre Beteiligung und Unterstützung. Ein einfacher Ausdruck der Wertschätzung, symbolisiert durch ein Like, stärkt nicht nur die Verbreitung philosophischer Diskurse, sondern fördert auch ein gemeinsames Verständnis der nuancierten Aspekte, die in der menschlichen Erfahrung innewohnen. Für diejenigen, die daran interessiert sind, über kommende Inhalte informiert zu bleiben, ermutige ich mich herzlich zur Handlung des Abonnierens und Aktivierens der Benachrichtigungsglocke. Zusätzlich lade ich zur Vernetzung in den sozialen Medien ein, die Links dazu sind bequem in der Videobeschreibung bereitgestellt. Nun wollen wir uns in die Essenz der Mäßigung vertiefen, insbesondere im Kontext des Umgangs mit unseren Emotionen. In der Hektik des modernen Lebens, in dem ständige Reize und schnelle Veränderungen vorherrschen, wird die Kunst der Mäßigung zu einem entscheidenden Werkzeug, um das Gleichgewicht zu halten. Emotionen, oft mächtig und spontan, können zu unkontrollierten Kräften werden, die unsere Gedanken, Handlungen und unser allgemeines Wohlbefinden beeinflussen. Die stoische Philosophie ermutigt zur Kultivierung von Mäßigung als Mittel, um Kontrolle über die emotionalen Reaktionen zu erlangen. Anstatt Sklaven unserer Emotionen zu sein, lehrt uns der Stoizismus, ihnen mit einem gemessenen und rationalen Denkansatz zu begegnen. Durch die Praxis der Mäßigung können Individuen die unberechenbaren Strömungen ihrer emotionalen Landschaft navigieren und nachdenklich auf Herausforderungen des Lebens reagieren, anstatt reaktiv zu handeln. Das Konzept der Mäßigung plädiert nicht für die Unterdrückung von Emotionen, sondern vielmehr für eine aufmerksame und ausgewogene Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. Es beinhaltet das Verständnis der Natur von Emotionen, die Anerkennung ihrer Präsenz und die bewusste Wahl von Reaktionen, die mit den eigenen Werten und Zielen in Einklang stehen. Dadurch können Individuen ein Gefühl innerer Gelassenheit und Widerstandsfähigkeit kultivieren, selbst inmitten von Widrigkeiten. Erlauben Sie mir, eine Parabel zu teilen, die die zeitlose Weisheit, die in der Tugend der Mäßigung innewohnt, verkörpert. In alten Zeiten berief ein Herrscher die weißen Männer seines Hofes ein und übertrug ihnen die Schaffung eines Rings mit einer verborgenen Botschaft, eine Quelle des Trostes in schwierigen Lebensmomenten. Die Botschaft sollte, so wurde verfügt, prägnant und dennoch tiefgreifend sein, kompakt genug, um unter den Diamanten des Rings Platz zu finden. Nach langem Nachdenken, während die gelehrten Köpfe des Hofes mit der Aufgabe kämpften, trat ein alter Diener, ohne formelle wissenschaftliche Auszeichnung, vor. Er enthüllte eine Botschaft, die von einem weißen Gast des Vaters des Königs stammte, auch dies wird vorübergehen. Als das Königreich der drohenden Bedrohung einer Invasion gegenüberstand, fand der König,
der sich an die Weisheit erinnerte, die in der Botschaft verkörpert war, eine unerwartete Gelassenheit. Wundersamerweise verschwanden seine Verfolger, und das Königreich wurde vor dem bevorstehenden Aufruhr verschont. Die tiefgreifende Einfachheit der Botschaft hatte dem Herrscher eine Perspektive geliefert, die über die unmittelbaren Herausforderungen hinausreichte. Nach der Rückeroberung seines Reiches riet der alte Diener, der sich nun als weiser Mann erwiesen hatte, dem König, die Botschaft nicht nur in Zeiten der Not, sondern auch in Momenten der Freude zu überdenken. Inmitten von Jubel und Wohlstand erfasste der König, als er die Botschaft erneut las, die vergängliche Natur von sowohl Freude als auch Leid. Die Weisheit, die in diesen drei einfachen Worten, auch dies wird vorübergehen, eingebettet war, wurde zu einem Leitstern, der den Monarchen daran erinnerte, inmitten der sich ständig ändernden Umstände des Lebens die Mäßigung zu wahren. Die Parabel dient als bewegende Erinnerung an den dauerhaften Wert der Mäßigung, die Fähigkeit, mit gemessener Maßhaltung durch die Wechselfälle des Lebens zu navigieren. Indem man die vergängliche Natur sowohl freudiger als auch herausfordernder Momente anerkennt, können Individuen eine ausgewogene Perspektive kultivieren, die Widerstandsfähigkeit, Weisheit und ein tiefes Verständnis der Vergänglichkeit der menschlichen Erfahrung fördert. Das Verständnis der flüchtigen Natur von Emotionen ist entscheidend für ihre Meisterung, denn niemand erlebt anhaltendes Glück oder anhaltende Traurigkeit. Diese Wahrheit zu akzeptieren, wird zum Eckpfeiler für die Akzeptanz und Bewältigung sowohl positiver als auch negativer emotionaler Zustände. In diesem komplexen Tanz menschlicher Gefühle wird die Mäßigung zum Angelpunkt. Die Maßgabe, Emotionen mäßig zu erleben, ermöglicht das Extrahieren wertvoller Erkenntnisse, selbst aus dem Schmelztiegel negativer Emotionen. Inspiriert von stoischen Philosophen wie Seneca wird Mäßigung als Beherrschung und Maßregelung von Impulsen und Begierden dargestellt, um Überschuss oder Mangel zu verhindern. Seneca betont die Bedeutung der Selbstkontrolle und der rationalen Steuerung der eigenen emotionalen Reaktionen. Er argumentiert, dass Individuen durch die Praxis der Mäßigung vermeiden können, von den aufgebühlten Strömungen der Emotionen fortgerissen zu werden, was ihnen ermöglicht, mit Klarheit und Weisheit zu reagieren. Epiktet, ein weiterer herausragender stoischer Philosoph, charakterisiert Mäßigung als eine erfreuliche Harmonie der Gefühle, die aus einem Leben stammen, in dem Begierden kontrolliert werden und die Vernunft als leitende Kraft dient. Für Epiktet ist die Verfolgung der Mäßigung in emotionalen Erfahrungen keine Unterdrückung von Emotionen, sondern vielmehr eine harmonische Ausrichtung mit der Vernunft, die es Individuen ermöglicht, die Komplexitäten des Lebens mit einem ruhigen Geist zu bewältigen. Marcus Aurelius, der stoische Kaiser, betrachtet Mäßigung als die Tugend, die dazu beiträgt, Leidenschaften und Begierden zu lenken und zu lenken. Für ihn liegt die Essenz der Mäßigung darin, Extreme zu vermeiden und einen Mittelweg zu finden, der zu einem Leben geprägt von Gleichgewicht und Maß führt. Aurelius sieht Mäßigung als Leitprinzip zur Aufrechterhaltung innerer Harmonie, das Individuen befähigt, Herausforderungen mit Widerstandsfähigkeit und Gelassenheit zu begegnen. Finden Sie sich im Ringen mit den tumultartigen Wellen Ihrer Emotionen wieder? Suchen Sie nach effektiven Strategien, um das Labyrinth der Gefühle zu navigieren, das oft unsere täglichen Erfahrungen prägt? Wenn ja, ermutige ich Sie, in die komplexe Welt der emotionalen Meisterschaft einzutauchen, eine Reise, die Introspektion und bewusste Anstrengung erfordert. In der weiten Landschaft der Selbstentdeckung ist das Verstehen und Kontrollieren der eigenen Emotionen eine entscheidende Fähigkeit. Wenn Sie wertvolle Erkenntnisse gefunden oder persönliche Strategien zur Beherrschung Ihrer emotionalen Reaktionen entwickelt haben, lade ich Sie herzlich ein, Ihre Weisheit im Kommentarbereich unten zu teilen. Indem wir eine Gemeinschaft des geteilten Wissens fördern, können wir gemeinsam zum Wachstum der emotionalen Intelligenz beitragen. Das Video, das Sie gleich sehen werden, strebt danach, mehr als nur eine flüchtige Informationsquelle zu sein. Meine Hoffnung ist,
dass es zu einem Leitstern auf ihrer Reise zur emotionalen Meisterschaft wird, eine Ressource, die sie immer wieder aufsuchen können, wenn die Meere der Emotionen turbulent werden. Während die Verfolgung der Mäßigung anhaltende und konzentrierte Anstrengungen erfordert, sind die versprochenen Belohnungen tiefgreifend und transformierend. Bleiben Sie dran für zukünftige Fortsetzungen, in denen wir uns mit den verbleibenden stoischen Tugenden befassen werden. In diesen Videos werden wir nicht nur theoretische Konzepte erkunden, sondern auch praktische Übungen anbieten, um Ihnen zu helfen, stoische Prinzipien in Ihren Alltag zu integrieren. Indem wir eine Gemeinschaft des geteilten Wissens fördern, können wir gemeinsam zum Wachstum der emotionalen Intelligenz beitragen. Das Video, das Sie gleich sehen werden, strebt danach, mehr als nur eine flüchtige Informationsquelle zu sein. Meine Hoffnung ist, dass es zu einem Leitstern auf Ihrer Reise zur emotionalen Meisterschaft wird, eine Ressource, die Sie immer wieder aufsuchen können, wenn die Meere der Emotionen turbulent werden. Während die Verfolgung der Mäßigung anhaltende und konzentrierte Anstrengungen erfordert, sind die versprochenen Belohnungen tiefgreifend und transformierend. Bleiben Sie dran für zukünftige Fortsetzungen, in denen wir uns mit den verbleibenden stoischen Tugenden befassen werden. In diesen Videos werden wir nicht nur theoretische Konzepte erkunden, sondern auch praktische Übungen anbieten, um Ihnen zu helfen, stoische Prinzipien in Ihren Alltag zu integrieren.